Servus, Mario aus Thailand, Pattaya, Bangsare aus meiner Bambushütte. Heute möchte ich einmal über ein Thema sprechen, was ich denke sehr, sehr wichtig hier in Thailand ist, und zwar das Thema das wahre Thailand. Jetzt, wo die Hauptsaison in den Touristengebieten zu Ende geht und jeder Tourist oder viele Touristen wieder nach Hause fliegen und Eindrücke von Thailand in Europa oder wo auch immer zum Ausdruck bringen, das heißt über Thailand erzählen und wie schön es nicht war und was man nicht alles gesehen und gemacht hat und jetzt ist Zeit, einmal wirklich über das wahre Thailand zu berichten. Und zwar, ich finde, alle Touristengebiete hier in Thailand, sei es Phuket, Pattaya, Koh Samui, Chiang Mai, Bangkok oder wie sie auch alle heißen mögen, die großen Touristengebiete, das ist nicht das wahre Thailand. Das ist Thailand, das stimmt, aber das ist rein Kommerz. Es wird hier natürlich rein Geld gescheffelt und gemacht, und das ist ja aber ja natürlich legitim und auch richtig so, weil ja die Leute in dem wahren Thailand davon leben. Ja, so. Das wahre Thailand ist für mich zum Beispiel Isan. Das sagt jetzt momentan wahrscheinlich nicht jedem etwas, aber das ist die nordöstliche Region hier in Thailand, wo vor allem Reisanbau, Gemüseanbau stattfindet und Farmer dort arbeiten und leben. Ja? Und das ist die größte Fläche eigentlich von ganz Thailand, wo die Leute dort ihr tägliches Brot verdienen müssen. Wenn man die Möglichkeit hat, das einmal zu sehen, dann würde ich das jedem empfehlen. Ich bin des Öfteren dort aus verschiedenen Gründen. Einmal aus dem Grund von meiner netten, super Freundin, die ich habe. Da besuchen wir Mutter und Vater und etc. Familie dort. Der zweite super Grund ist natürlich mein Spitzensohn, den ich habe in Nong Bua Lam Pu, besuche ich auch sehr oft und sehr gerne, aber zumindest einmal im Jahr. Fahren wir einmal darauf. So. Dort angekommen bist du in einer anderen Welt als hier in dieser Gegend, wo wir alle hier leben, in der Nähe von Touristengebieten. Es sind einfache, arme, aber zufriedene Menschen dort, die mit den kleinsten Möglichkeiten das Beste draus machen aus ihrem Leben. Man muss das mal gesehen haben, wirklich, man muss das gesehen haben, und dann kann man wirklich das Leben einschätzen. Es ist absolut richtig, wenn man sagt, man hat es dort gesehen, und man kommt zurück und sagt, oh, ich bin jetzt wirklich erleuchtet, oder ich bin etwas am Boden zurückgekommen. Ich bin geerdet, weil so viel mit so wenig Möglichkeiten, wie die dort leben, trotzdem den Lebensinhalt zu gestalten, ist sensationell. Sensationell. Da wird aus dem Eimer geschöpft, da gibt es keine Dusche, die so runterläuft, ja, oder ganz wenig. Und da wird aus dem Eimer geschöpft und dann tut man sich halt duschen mit dem Ganzen, etc. etc. Es ist wirklich einfaches Leben. Die Leute sind zufrieden, die Leute sind glücklich, die Leute sind bodenständig. Absolut bodenständig. Die Leute sind hilfsbereit, die helfen sich untereinander so viel, das kann man gar nicht oft genug erwähnen. Einer bringt das, der andere gibt dann wieder das, und das ist Wahnsinn. So etwas gibt es bei uns wahrscheinlich in Europa gar nicht mehr, weil jeder nicht mal den Nachbarn mehr kennt, wahrscheinlich. Aber,
auch hier, ich lebe hier in Thailand in einer Wohnsiedlung, auch hier ist es so, dass jeder will seine Ruhe haben, jeder hat sein eigenes, ne, und fertig. So, der will auch gar nicht so viel mit irgendwo links und rechts und gegenüber und hin und her. Alles gut. Das ist ja eben seine Sache, aber dort ist das Leben ganz anders. Die leben miteinander. Miteinander. Und das haben wir, glaube ich, schon alle auch miteinander vergessen. Das Leben miteinander. Darum ist es immer schön für mich, einmal im Jahr dorthin zu fahren. Da bleiben wir ein paar Wochen, da haben wir alles erledigt, Besuche und etc. Und ich muss sagen, ich bin wieder so glücklich, wenn ich zurückkomme, aber weil ich das Meer so vermisse. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dort gewesen zu sein, weil dann weiß ich persönlich wieder, komm runter Mario, du bist am Boden der Realität und sei nicht abgehoben. Und das ist wunderschön. Ich denke mal, das sollten Touristen mal sehen, wie die Leute dort leben. Wirklich. In einfachen Hütten. In einfachen, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Da traust du dich normal gar nicht reingehen auf eine Toilette oder zum Duschen. Leute, ihr hättet das einmal gesehen müssen. Das ist ab und zu wirklich brutal. Aber die leben dort. Die machen das. Das ist so. Einfach und es gibt nichts anderes und alles ist okay. Und jetzt natürlich versteht man auch, und jetzt kommt der wichtige Punkt an der ganzen Geschichte, jetzt versteht man auch, warum so viele Mädchen hier in den Touristengebieten Geld anschaffen gehen. Das heißt, egal was sie machen, sie brauchen das Geld für die Familien eben dort zu Hause. Die meisten haben ein Kind oder mehrere Kinder. Die Eltern passen auf die Kinder auf. Die Eltern haben selber nichts, außer den Reisanbau und etc., Gemüseanbau. Die haben keine Pension, die haben keine Rente, die haben keine Versicherung, die haben gar nichts. So, natürlich arbeiten hier Mädchen und Frauen und Männer, egal, Burschen, und schauen, dass irgendwie Geld nach Hause kommt für diese armen, aber bescheidenen Leute und zufriedenen Leute. So schaut's aus. Und wir Großkotzigen, ich sag's wirklich, wir Großkotzigen, wir beschweren uns teilweise, wenn wir auf ein Essen warten in Pattaya oder in Phuket oder in Koh Samui oder in Hua Hin und es dauert länger als 5 Minuten und sagen, was ist da los, warum ist der Koch nicht so schnell, was ist da los? Wir sind alle Idioten, was das betrifft. Ganz ehrlich gesagt, wirklich. Man muss wirklich einmal hinter die Mauer schauen und was da abgeht. Und dann können wir stolz und froh sein, wie glücklich wir nicht denn leben. Ja? Es sollten einige Leute das mal behirnen und sich das mal anschauen. Mich inklusive, ich brauche das einmal im Jahr Minimum, damit ich wieder weiß, oh, Mario, jawohl. Komm runter. Du weißt, von wo du herkommst, du weißt, wen du unterstützt, du weißt, was du magst. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst ich auch natürlich komplette Orientierung verlieren würde. Also das wahre Thailand befindet sich nicht in Phuket, in Pattaya, in Hua Hin, in Bangkok, in Chiang Mai, sondern das wahre Thailand befindet sich in Isan, von wo die ganzen Arbeiter oder Arbeiterinnen in die Touristengebiete, wie ich erwähnt habe, dorthin gehen arbeiten. So schaut's aus. Leute, ihr müsst es mal sehen und dann habt ihr ganz eine andere Meinung von Thailand. Das Einzige, was jetzt natürlich in Thailand immer wieder zählt, sind die Top-Strände und etc. Alles gut und alles schön. Es ist ja wirklich wunderschön hier. Aber ab und zu so ein kleiner Klick im Hirn schadet keinem, damit er wieder weiß, wo er herkommt und seine Bescheidenheit vielleicht am Tage legt, was vielleicht auch ganz wichtig ist im Leben. So Leute, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen.
danke an alle, die meine Videos immer ansehen. Und bitte abonniert meinen YouTube-Kanal, es ist kostenlos. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Leute, ihr seid absolut mega spitze. Tschüss, Servus, Mario aus Thailand, Pattaya, Bangsare, Sayonara, tschüss.